Was geht ab, Mann und Sie weiter, Osiria, und heute im Teambuild-Aspekt zu Hit, dem ersten Dual-Kategorien-Leader, Freunde, und da geht wirklich einiges, weil er eben für zwei Kategorien-Leaders geladen ist. Deswegen werden wir uns alles betrachten. Ich werde versuchen, alles Mögliche zu sagen. Natürlich kann es sein, dass ich das ein oder andere vergesse, aber hier seid natürlich auch hier gefragt. Wenn ihr geile Setups habt oder eure Teambuilds, dann lasst auf jeden Fall wissen, wie ihr das Ganze mit Hit spielt, und wir helfen uns auf jeden Fall gegenseitig aus. Gucken wir uns erstmal an, was hat Hit drauf. Er ist von Extreme Tech-Type, HP-Attack, und seht ihr bei, er hat bei mir kein Dupe, also sitzt auf 55%. Sein Leader-Skill ist folgendes: den Universum 6 Charakteren gibt er Key plus 3 auf HP-Attack und Def 170%. Und in Universum Universe 2 Saga-Kategorie gibt er Key plus 3 HP-Attack und Def 150%. Super-Attack funktioniert folgendermaßen: er macht immense Damage mit einer Medium-Chance, den Gegner zu stunnen. Passive ist folgendes, sie ist ein bisschen lang, aber wir haben es schon mal angesehen: den Gegner, den er angreift, dessen Angriff senkt er um 20% und die Verteidigung um 80% für 2 Runden, hat eine hohe Chance, den Gegner durch seine Attacks zu stunnen für eine Runde. Wenn das durch die Passive fungiert, ist es für eine Runde, bei der Super-Attack ist für 2 Runden, bekommt dann 120%, wenn ein Super-Attack startet, und zusätzlich bekommt er 80% auf den Angriff und macht sehr effektiven Schaden gegen jeden, wenn der Gegner gestunt ist. Also hier an der Stelle bei ihm vielleicht 6 Dupe-System. Wäre es nicht verkehrt, wenn man vielleicht darauf geht, wenn man nicht komplett auf Crit geht. Normalerweise kann man bei einem Tech-Charakter 20 Crit gehen, 6 Additional Attack. Vielleicht könnte man auch bei ihm, weil das würde sich vielleicht auch auf jeden Fall als gut herausstellen, wenn man ihm ein bisschen mehr Additional Attack gibt. Meiner Meinung nach wäre bei ihm, glaube ich, so ein gesunder Mix von 14 Crit und 12 Additional Attack, weil wenn er seine Additional Attack selbstständig droppt und das dann eine Super Attack wird und die dann quasi der den Gegner zuvor gestunt hat, dann, Freunde, da kommen da wirklich gute Zahlen beistande. Also deswegen könnte man auf jeden Fall ein bisschen aushelfen, wenn man ihm ein bisschen mehr Additional Attack gibt, damit er auch selbst dafür sorgen kann, dass er diesen Stun oder den ganzen Passive-Teil bekommt. Ansonsten können das auch andere Charaktere machen, das gucken wir uns gleich an. Link-Skill, Experience Fighters, Cold Judgment, Infighter, Shocking Speed, Turn of Power, Warriors of Universe 6 und Fierce Battle. Er ist in den Kategorien vertreten, Universum 6 und Universe Survival Saga. In Sachen Team-Setup geht wirklich viel, Freunde, aber mal ganz standardgemäß wissen wir das Ganze. Ich habe jetzt quasi einen Tag erstellt, alle Charaktere, die von mir vertreten sind, in Hit sein Leader-Skill reingepackt in dem Tag, Freunde, denn wir haben noch nicht auf Global, sollte aber zeitnah kommen, dass man mehrere Kategorien wählen kann durch das Filter oder durch das Filtersystem. Jedenfalls sieht das Ganze jetzt folgendermaßen aus. Wir gucken uns erstmal an, wir brauchen erstmal natürlich einen Partner für Hit, denn Hit hätte man auf jeden Fall in einer Rotation. Was sollte dieser Partner von Hit mitbringen, außerhalb davon, dass er sich gut linkt mit ihm in Sachen Link-Skills? Wäre wirklich gut, wenn dieser Partner ein Vorbereiter wäre mit diesem Stun-Aspekt. Heißt, wenn er quasi den Gegner in irgendeiner Art und Weise stunnen kann, damit Hit dann loslegen kann und seinen kompletten Passive-Teil aktiviert bekommt. Natürlich, wenn der Gegner stunbar ist, aber das ist ein anderes Thema. Und so einen Charakter gibt es. Der beste Partner für Hit ist Strength Jiren. Strength Jiren und Hit teilen sich nämlich Cold Judgment, Infighter, Shocking Speed, Turn of Power und Fierce Battle. Das sind 5 Link-Skills, Freunde. Und Jiren hat durch die Passive eine Medium-Chance, dass er den Gegner stunt, wenn er in die Runde reinkommt. Fertig. Heißt, wenn Jiren seinen Stun durchkommt, dann hat auch Hit seine komplette Passive. Und zusätzlich hat er noch 5 Link-Skills. Und Jiren an sich ist auch ein sehr, sehr starker Charakter. Ich habe leider den Strength Jiren nicht als Partner für unseren Boy Hit. Wir nehmen mal an, Freunde, dieser Free-to-Play-Tag, Jiren ist ja die farmbare Asset für den Strength Jiren, der auf seinem Dokument Stage 1 droppt. Nehmen wir mal an, dieser Tag Jiren ist Strength Jiren, okay? Wenn ich Strength Jiren habe, nimmt Strength Jiren. Also unsere erste Rotation wäre auf jeden Fall schon mal gedeckt. Jetzt gucken wir uns die zweite Rotation an. Also wir brauchen wieder 2 Charaktere, die sich nach diesem Schema gut linken, etc. Wenn ihr das habt, Freunde, auf jeden Fall MVP C17 mit LRGF. Da müsst ihr nicht drüber reden, denn MVP C17 ist der beste Vorbereiter quasi für LRGF. Und das ist dann quasi, sagen wir mal, kurz gesehen, unsere Zeitrotation, weil die ergänzt sich auch wirklich sehr, sehr gut. Das wissen wir. Und dann kann man noch 2 Rotationscharaktere mitnehmen, die Supporter sind. Toppo als Universum, ja, Universe Survival Saga Supporter. Der supportet hier quasi dann jeden durch seine Passive. Und dann könnt ihr zum Beispiel Kayle mit reinnehmen als Supporter. Sie gibt auch den Universe Survival Saga Charakteren einen Support Boost. Aber Champa würde auch gehen. Champa wäre halt nur ein Universum 6 Supporter. Gibt diesen aber Keep Plus 2 Attack und Def 40% und hat eine Medium Chance, dass er einen Angriff auf seine 200% Boost bekommt. Und wenn das triggert, ist es wirklich sehr, sehr gut, Freunde. Aber das sehen wir gleich. Jedenfalls kann man das zum Beispiel so bauen. Und meiner Meinung nach, so wäre das geilste Setup, was man bauen könnte. Also
Hit in einer Rotation mit Jiden, C17 mit LRGF, Topo als Supporter und Champ als Supporter, aber der ist dann quasi wirklich nur für sich selbst und Hit gedacht. Aber wie gesagt, wenn ihr das nicht haben wollt, wenn ihr einen Allrounder-Supporter haben wollt, könnt ihr noch Kayle mit reinnehmen, die Free-to-Play-Kayle. So würde mehr oder weniger mein Team aussehen, aber ich habe jetzt auch nicht Strength Jiden und natürlich hat auch nicht jeder die Charaktere. Da kommt es immer auf eure Charakterliste an, Freunde, deswegen ist ganz wichtig hier, ich werde euch jetzt Alternativen nennen. Also ich habe Strength Jiden nicht. Heißt, welche Alternative würde es geben als Partner für Hit? Folgendes, Freunde. Die Sache ist die, Jiren macht alles. Er gibt gute Linkskills und er ist da, um den Gegner zu stunnen durch die Passive. So einen weiteren Charakter gibt es nicht, der beides macht. Sowohl gute Linkskills hat, als auch stunnen kann. Im Leader-Skill von Hit. Es gibt aber zwei Charaktere, die ihm nahe kommen oder beziehungsweise die das Skill trennen. Der eine wäre Dispo. Dispo teilt sich 4 Linkskills mit Hit. Ihr könnt auf jeden Fall Dispo in einer Rotation mit Hit spielen, die funktionieren auch gut. Da kommt Hit auf guten Schaden etc. Dispo an sich ist auch nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Kann man auf jeden Fall so machen. Und die andere wäre, also Dispo wäre dann quasi nur da, um die Linkskills zu triggern, wenn man Dispo nicht hat. Oder die andere wäre dann, was ist ein Charakter, der stunnen könnte? Das wäre Frost. Weil Frost, wenn er eine Super Attack startet, dann hat er eine Medium Chance, den Gegner zu stunnen. Heißt, man greift zuerst mit Frost an, wenn er Stun durchkommt, dann kommt Hit hinterher und hat seinen kompletten Passive-Teil. Und Frost sollte man auch nicht unterschätzen, der ist wirklich auch nicht schlecht. Die Sache ist, ich habe mich dann gefragt quasi, was ist besser? Ich habe jetzt persönlich Jiren nicht. Was ist besser? Nämlich Alternativen als Jiren-Ersatz, also quasi Dispo, der dann quasi die Linkskills triggert, ist auch noch kein schlechter Charakter. Oder nämlich Frost, der mit dem Stun herkommt. Mehr oder weniger kommt dasselbe raus. Bei Frost ist natürlich geiler, wenn er seinen Stun aktiviert und dann quasi Hit komplett austicken kann. Aber die Sache ist die, man kann ja nicht immer jeden Gegner Stun in jedem Event. Kommt von Event zu Event an. Deswegen wären eigentlich schon Dispo und Frost eine gute Wahl als Alternative. Ich würde eher zu Frost tendieren, weil Frost macht overall direkt komplett guten Schaden, wenn die Rotation stimmt, sage ich mal, wie wir es gesehen haben. Und ansonsten geht Dispo auch. Aber es muss nicht unbedingt Frost und Dispo sein, weil man nur quasi nur darauf achten will, dass er quasi, ja, als kompletten Jiren-Ersatz. Ihr könnt natürlich auch andere Charaktere aus eurer Liste nehmen. Wenn ihr zum Beispiel Ui Goku habt, ihr könnt ihn zur Not spielen mit Hit. Warum nicht? Die hätten 4 Battle Tournament of Power. Das würde reichen. Das wäre das Minimum, aber das würde reichen, ja. Mit Evo Vegeta wird es ein bisschen schwer, weil Hit hat kein Prepare for Battle. Aber macht nichts, denn Tournament of Power. Jetzt habe ich so selbst weitergedacht. Die haben Tournament of Power links davon, das sind Key plus 3. Also zur Not könnt ihr auch Evo Vegeta mit Hit spielen. Das würde auch funktionieren, wäre aber halt das Minimum. Deswegen wäre es gut, wenn ihr aus den Alternativen, die ich euch genannt habe, einen Charakter hättet, der einen Hit da quasi aushelfen könnte, als Rotationscharakter. Ihr könnt auch auf jeden Fall spielen, Champa in einer Rotation mit Hit. Der teilt sich zwar ein bisschen weniger Linkskills, hat keinen Stun, aber ist nicht schlimm, denn Champa ist ein verdammter Supporter. Wenn ihr Champa mit Hit immer in einer Rotation lässt, da gibt ihn Key plus 2 Attack und 40%. Das ist schon gut gedeckt. Der hat 4 Battle und Shocking Speed. Das reicht komplett aus, Freunde. Das reicht wirklich aus. Und Champa an sich kommt auch auf gute Werte, auf 1,6 Millionen Rainbow Star, wenn seine Passive triggert. Also das würde zur Not auch gehen, sag ich mal, die Rotation. Und die ist nicht mal so eine Not, sondern die ist auch realistisch gesehen oft spielbar, sag ich mal. Aber nehmen wir mal an, okay, ich spiele jetzt so Hit und Champa in einer Rotation. Was machen wir, wenn wir die zweite Rotation nicht haben? Wenn wir kein C17 haben, kein LRGF haben? Ich sag mal so, wenn ihr kein C17 habt, Freunde, dann könnt ihr auch euren Friend Hit mit LRGF spielen. Weil Hit ist auch ein guter Supporter oder ein guter Vorbereiter für LRGF. Denn Hit tut auch den Angriff und den Angriff senken, das ist wichtig für den Passive-Teil von LRGF. Durch seine Auto-Attack, heißt ihr greift erst mit Hit an und dann kommt LRGF hinterher. Zudem teilen sich Turn of Power, Shocking Speed und Experience Fighters und Fierce Battle. Also das ist auch wirklich gut, das könnt ihr auch machen. Ihr könnt auch euren zweiten Hit-Friend mitnehmen und in einer Rotation spielen mit LRGF. Wobei ich das ganz kurz mit dem Friend erwähne, wenn ihr keinen Jiren habt, so wie ich, dann könnt ihr auch als Friend Jiren nehmen und dann den Friend Jiren in einer Rotation mit Hit lassen. Und dann zum Beispiel C17 mit LRGF. Müsst aber darauf aufpassen, dass dann das komplette Team ein Universe-Survival-Saga-Team ist. Heißt, in dem Fall würde Champa raus für Super Saiyan 2 Kayle rein. Das geht natürlich auch, Freunde. In dem Aspekt geht viel. Ihr könnt auch Hit zur Not, wenn ihr in eurem Represent of Universe 7 Team kein LRGF-Support habt, wie C17, könnt ihr auch Hit zur Not spielen, denn er bekommt den Tech-Boost von LRGF. Das meinte ich, da geht wirklich sehr viel mit Hit, Freunde. Genau. Aber kommen wir mal, wie gesagt, zu dem Szenario. Was, wenn ihr kein LRGF oder wenn ihr eben die Zeitrotation nicht habt? Ich sag's mal so, da kommt es nämlich auf eure Charakterliste an. Du, wenn ihr Ui Goku und Evo Vegeta habt, rein mit denen in Rotation. Wenn ihr Evo Vegeta habt, mit Ui Goku, sag ich, mit Goku, rein mit ihm.
Wenn ihr Gotgo Uigoku habt, rein damit. Geht auf jeden Fall. Wenn ihr Kalifla Kale habt, rein damit. Kalifla Kefla, rein damit. Oder Kefla, Kefla Kale, rein damit. Geht auf jeden Fall. Die gehören alle zu Niederskill. Dann müsst ihr einfach über eure Charakter her und gucken, welche Zeitoration könnt ihr bauen. Ein, sag ich mal, Pocket Pick wäre, das ist vielen, ist mir auch nicht so in erster Hinsicht aufgefallen, aber Frost und Angel Golden Freezer. Die Sache ist ja mit Angel Golden Freezer, der tut ja auch Angriff von unseren Verbündeten senken um 15%, aber sofern man ihn weglässt oder ja abseits lässt von den Supertypes Charakteren, das wäre in dem Fall jetzt quasi in dem Setup nur ist Champa super, nee, Champa ist auch extrem, das wäre nur Topo, also da merkt ihr. Hit ist von Extreme-Type, also könnt ihr Hit auf jeden Fall spielen. Champa ebenso. Und wenn LRGF mal aus Versehen in der Rotation von den beiden ist, ist nicht schlimm. Weil die sind von Extreme-Type. Aber wenn ihr Super-Type-Charaktere habt, nicht schlimm, weil ihr hält sie dann in der Rotation mit Frost. Und Frost und Angel Golden Freezer, die teilen sich Universe Most Melevent, 15% sind das. Die teilen sich Brutal Beatdown, 10% sind das. Und Fierce Battle, 15% und Turn of Power, Key plus 3. Also mit Frost hat er wirklich einen guten Rotationscharakter bekommen in diesem Universe Survival Saga Team. Das könnt ihr auf jeden Fall bauen, Freunde. Und das geht auch. Aber wie gesagt, da müsst ihr einfach selbst gucken, welche Rotation ihr bauen könnt in der Zeit. Ich nehme einfach C17 und LRGF. Und mein Team würde dann quasi, wie gesagt, ja, wie würde mein Team aussehen? Gute Frage. Ich habe nämlich ein paar Szenarien getestet. Eine erstmal mit Frost und mit Dispo, was wir vorhin angesprochen haben. Wir auch gesehen, das funktioniert vor allem auch. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, ich habe hier, also wir werden gleich dieses Team showcasen. Ein komplettes Universum 6 Team. Aber ich würde schon eigentlich das Team mischen mit Universum 6 und Universe Survival Saga Charakteren. Mein Team würde so aussehen, Freunde. Ganz ehrlich, Champa mit Hit in der Rotation. Auch wenn Champa, wie gesagt, nicht Sand und sein komplettes Passive Teil nicht triggert. Realistisch gesehen ist das trotzdem eine super Rotation. Und realistisch gesehen kommt Hit ohne Dupe auf 2 Millionen durch so eine Rotation. Wenn da noch Topo reinkommt. Das ist übertrieben gut. Deswegen habe ich Hit in einer Rotation mit Champa, LRGF mit C17 und Topo und Kale als Rotationskarte, als Supporter. Ich habe so gesehen 3 Supporter. Aber Champa ist ja so ein Hybrid. Wenn der, wie gesagt, auf sein 200%, wenn er die bekommt, dann macht er 1,6 Millionen auf dem Radar. Das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, sorry. Hätte ich, wie gesagt, Jiren, würde ich Jiren reintun für Kale. Ansonsten würde ich aber auch auf jeden Fall das Szenario testen. Mit Frost würde auf jeden Fall gehen. Oder Uigoku rein, etc. Haben wir gerade alles besprochen, Freunde. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid da gut gedeckt. Wir werden dieses Team showcasen. Und ich gehe ganz kurz in meinen Kopf rüber, ob ich alles gesagt habe. Aber ich denke schon, falls ich was vergessen habe, werde ich es ergänzen. Genau, kurze Ergänzung, nämlich Bota Magetta. Wir hätten ja noch Bota Magetta, den habe ich auch nicht gezogen. Ist ein Int-Charakter. Den kann man mit Hit auch spielen. Die sind auch gar nicht mal so schlecht zusammen. Bota Magetta ist auch ein guter Charakter. Er ist solide, er ist tanky. Oder ihr weckt eben die zwei hier. Entweder den und den, wenn ihr die habt. Bringt sie auf SC10 durch. Aber indem ihr sie gezogen habt, ihr müsst jetzt nicht unbedingt Elderkai oder so reinhauen. Und wenn ihr sie awake, werden sie auch zu Bota Magetta. Und Bota Magetta kann man auch zur Not mitnehmen. Also, den hatte ich vergessen zu ergänzen oder zu erwähnen. Jedenfalls, wie gesagt, würde ich sagen, ich wähle mein Team. Wie gesagt, wir werden das Universum 6 Team showcasen. Das ist wirklich legit einfach zum Protzen, weil so viele Rainbow Stars in meinen Augen funkeln. Aber mich würde einfach interessieren, wie funktioniert dieses Universum 6 Team, only Universum 6 Team. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich in einem Event wieder. Alles klar, und wir sind im Dunkel-Event von Hitorenio. Und wir sind im Universum 6 Team only. Ich wollte dieses Team mal testen. Das hat das Geile, da geht wirklich sehr, sehr viel. Hat Champa seinen Boost bekommen? Nee, ich glaube nicht. Jedenfalls machen wir das Ganze mal so. Wie gesagt, Champa und Hit lassen in der Rotation. Und ich wollte ja, wie gesagt, in Sachen Teamaspekt, da geht es übertrieben viel. Man kann Kategorien mischen, man kann nur ein Kategorie spielen, nur Universum 6, nur Universe Survival Saga Charaktere. Da geht aber so viel, Freunde, wirklich. Und ich wollte einfach mal das Team nehmen. Die Sache ist die, guck mal, das ist einfach ein realistisches Szenario. Champa in einer Rotation mit Hit und er kommt. Okay, bevor ich austicke, ich weiß gar nicht, ob es der Friend-Hit war oder meiner. Bevor ich austicke, gucken wir uns das gleich an. Weil realistisch gesehen wäre das einfach ohne Dupes 2,1 Millionen auf dem Radar. Es sei denn, es war der Friend, weil der Friend hatte, glaube ich, 3 Dupes. Warte, lass mal ganz gucken, bevor ich austicke. Lass mal ganz kurz abchecken. Ja, okay, das war der Friend, das war der Friend. Alles gut, wir slowen down. Aber jedenfalls ist auch wirklich in einem realistischen Szenario, habe ich das, ich habe euch ein paar Szenarien gezeigt vorhin, eins sollte darunter gewesen sein, in einem realistischen Szenario, in dem Teamset, in dem ich das gespielt habe, kam auch mein Hit ohne Dupes auf 2 Millionen Attack-Set, Freunde, und das ist halt, das ist, ihr müsst überlegen, ohne Dupes auf 2 Millionen, das ist echt gestört. Kalifle kommt auf 1 Million, die Sache ist sie, ich würde eigentlich gerne Champa und Hit in eine Rotation lassen und, wie heißt der andere, entweder Kefla mit Kane. Da ist das Problem, Kale hat keinen Super Saiyan oder Kalifla mit Kefla, weil die zwei haben Super Saiyan. Problem bei den anderen Charakteren ist, by the way, 1,3 Millionen ohne Dupe, also
also ohne gar nichts, der Jet. Der hat kein Face Battle, nichts. Das ist das. Das ist, darauf wollte ich gerade zurückkommen. Nämlich, die Sache ist die. Oh, der hat sein. Hat er sein. Nee, der Astro, das tut immer aufpoppen. Aber ihr müsst dann auf den Angriffsset gucken, ob es sein, ob seine Pass aktiviert. Wartet mal ganz kurz, woher wollte ich hinaus oder was soll ich sagen? Achso, ja, das Problem mit den anderen Charakteren bei einem Universum 6 Only Team ist. Also jetzt, ich habe jetzt nur die Waifus genommen. Natürlich kann ich auch Frost mitnehmen und so, aber ich wollte jetzt quasi nur die mitnehmen. Das ist so gestört. Das Problem dabei ist, dass die anderen Charaktere, Kefla, Kalifla, Kale, die haben kaum Angriff-Link-Skills. Die haben nicht mal Fierce Battle. Sobald sie eine Version bekommen mit Fierce Battle, wird das Team auf jeden Fall deutlich besser. Aber so hält man die halt auseinander. Ich sag mal so, in dem Sinne, Kalifla, Kefla zum Beispiel. Aber auch sie sind brutal gut, Freunde. Also Kalifla und Kefla sind auch übertrieben gut. Oder Kale. Kale sollte man auch nicht unterschätzen. Die sind auch wirklich sehr, sehr gut. Aber bei den Charakteren braucht ihr Dupes, damit die irgendwas Krasses reißen, sag ich mal. Da bin ich ehrlich. Weil den filtert so an sich Angriff-Link-Skills. Die haben jetzt nur zum Beispiel Super Saiyan getriggert, was 10% gibt. Aber ja. Jedenfalls, Sorinho. Was wollte ich sagen? Ja, Freunde, in Sachen, ja, Team-Aspekt haben wir, glaube ich, alles abgedeckt, hoffe ich. Ihr müsst da, wie gesagt, am besten selbst nachgucken, welche Rotation ihr bilden könnt. Eigentlich würde ich das Team auch mischen, da bin ich ehrlich. Das Team würde ich auch mischen und ich hatte, also, mein Hit-Team, sage ich mal, würde auch ein bisschen anders aussehen. Aber ich würde auf jeden Fall nur ein Universum 6-Team nehmen, weil das die neueste Kategorie ist. Gucken, wie das Team funktioniert, das funktioniert auch auf jeden Fall gut, so ist nicht. Die bekommen alle 170%. Aber andere Sache ist, deswegen, das ist das Geile bei den Dual-Kategorie-Leadern. Da müsst ihr einfach wirklich so mal in eure Charakterliste gucken und schauen, was denn geht. So, jetzt aber, das wäre jetzt quasi realistisch. Ich lasse jetzt mal meinen Hit drin, weil wir haben mit dem Friend gut gesehen, der hatte 3 Dupes. Ich will auf jeden Fall noch, das, was ich meine mit realistische Rotation, ist eben die, wenn ich Champa mit Hit habe und Kay noch reinkommt. Dann habe ich nämlich 2 Supporter. 1,6 ohne Dupe nichts. Also in diesem Video werden wir nicht sehen, wahrscheinlich nicht, dass Hit einen Stun hat und dann die komplette Passive triggert. Dafür müsste dann, wenn dann ein anderer Hit-Song, der in einer anderen Rotation ist, so durch seine Passive, wisst ihr, was ich meine, oder durch einen Additional Attack selbstständig. Meiner geht das nicht, weil der hat keinen Dupe, aber der Friend dann. Das hat dann die Sache. Deswegen, auch ohne der kompletten Passive, sehen wir, was er drauf hat. Ne? Auch ohne der kompletten Passive sehen wir, was er drauf hat. Aber wenn ihr eben auf das achten könnt, wenn ihr die komplette Passive triggern könnt, dann nimmt das auf jeden Fall mit. Aber... okay, jetzt schaut mal. Jetzt schaut euch mal Kale an, okay? Kale sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Wobei Kale eigentlich vielleicht viel Schaden bekommen würde. Ich lass mal runterlaufen. Let's go. Kale macht wirklich asozialen Schaden. Oh nein, bitte stun sie nicht. Ich hätte ein Item aktivieren sollen. Das wird wehtun. Boah. 1,1, Freunde. 1,1 und Kale macht noch eine Additional Attack mit einer hohen Chance, dass eine Super Attack wird nochmal. Genau das. Also nochmal mit 1,1 auf dem Radar. Aber ja, die haben halt kein Fierce Battle und so, wisst ihr, was ich meine? Hätten sie das, wären sie richtig krank. Aber ich hoffe, die zukünftigen Charaktere bekommen das. Es gibt ja gerade richtig krasse Gerüchte, dass ein Ella Kefla kommen könnte. Das nimmt man gerade sehr stark an, weil Universum 6 Kategorie ist gerade rausgekommen und Ella Kefla wäre so das Realistischste. Manche oder viele sagen auch Vardos und Champa, aber ich glaube so Vardos und Champa, ich weiß nicht. Die haben nicht so einen Stellenwert wie Beerus und Whis, finde ich, in Dokkan Battle. Deswegen wäre für mich ein Ella Kefla realistischer, aber das sind legit nur Gerüchte. Da gibt es gar nichts, nichts in den Daten, gar nichts, das sind einfach nur Gerüchte. Champa, mein Boy, ganz ehrlich, würde ich auch gerne mal sehen, wenn du deine Passive triggern könntest. Schade, Medium Chance ist leider diesmal nicht aufgetroffen, aber... jetzt, das ist die realistische Rotation, die ich meinte. Denn, guck mal, das ist... wir haben Kale als Rotationscharakter. Wir haben Champa mit Hit in einer Rotation. Wir healen uns mal. Und jetzt bin ich aufgeschaut, was auf dem Radar steht. Wir haben nicht die komplette Passive, Freunde. Das dürft ihr nicht vergessen. Mit der kompletten Passive, da habe ich euch vorhin ein paar Ausschnitte gezeigt, die ich offline getestet habe. Da nimmt das nochmal ganz andere Dimensionen an und Hit kommt auf gut Schaden. Leider hätte ich gerne wirklich Champa gesehen mit seiner Passive, aber der kommt auf 1,6 Millionen auf dem Radar. Das ist auch übertrieben gut. 2 Millionen! Seht ihr 2 Millionen in einem Realist? Das ist wirklich realistisch. Also Freunde, ich betone das gerade übertrieben oft, aber das ist einfach realistisch. Champa Hit in einer Rotation und Kale als Rotationscharakter kommt rein, fertig. Realistischer geht es nicht. Und selber ist mit Toppo, wenn ihr das Team mischt. Und GG, der kommt ohne verdammte Dupes. Der hat keine Dupes.
auf 2 Millionen auf dem Radar. Ohne komplette Passive. Das ist halt Hit. Aber so sehr ich auch Hit hype, hat er natürlich einen Manko. Er hat keine Defensive. Also müsst ihr schon aufpassen, wo ihr hinstellt. Aber auch so macht er sein Ding gut. Jedenfalls in einem kompletten Universum Six Team, Six Main. Oh wow. In einem kompletten Universum 6 Team, Freunde, darf, wenn er in so eine Rotation reinkommt, ist halt der Trigger hat gar nichts außer Keylink. Und das merkt man dann auch. Deswegen würde ich Hit eher eigentlich in einem. Aber auch selbst da kommt auf 1,3. Ja, okay, das ist Ding. Der Friend mit 3 Dupes. Aber deswegen würde ich das Team eher um ihn mischen, wenn ich Hit spielen würde. Aber außerhalb davon ist es eigentlich alles, was es zu dem zu sagen gibt. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und die Tage werde ich mich dran setzen, ob wir dann werde ich auch noch weitere Showcases bringen, Freunde, weil wie gesagt, in Team mit Aspekt geht viel, so Mischmasch-Team auf jeden Fall würde ich auch gerne zeigen. Sorry. Lange Rede, kurz Sinn. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace.